Und wir wollen das Thema jetzt noch ein wenig vertiefen mit Georg Freudsmiedl, dem leitenden Oberstaatsanwalt der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Guten Abend, Herr Freudsmiedl. Schönen guten Abend, Frau Eckert. Wie wird denn jetzt vorgegangen in so einem Fall wie dem von Katharina Schulze? Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich zum konkreten Ermittlungsverfahren, zum konkreten Ablauf derzeit keine Angaben machen kann. Aber generell kann man schon sagen, dass Morddrohungen zum Nachteil von Politikerinnen, von Mandatsträgern im Internet erheblich zugenommen haben, gerade seit dem tödlichen Anschlag auf den Regierungspräsidenten Lübcke, werden immer wieder Vergleiche mit diesem Anschlag im Verhältnis zu anderen Politikern gemacht und auch diese mit entsprechenden Morddrohungen überzogen. Die Bayerische Zentralstelle hat deswegen gerade letzte Woche in Sachen Lübcke bei 40 Beschuldigten im gesamten Bundesgebiet zusammen mit anderen Staatsanwaltschaften eine Durchsuchungsaktion gestartet, durchgeführt. Dort wurden Datenträger sichergestellt und die werden ausgewertet, Beschuldigte werden vernommen und die Tatmotivation festgestellt. Und so wird es natürlich in ähnlicher Art und Weise im konkreten Fall ablaufen. Diese steigende Aggression und auch Radikalisierung ist nicht nur im Internet, sondern auch zum Beispiel auf Demonstrationen festzustellen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Bei den Demonstrationen glaube ich, dass keine unmittelbare Steigerung der Aggressivität festzustellen ist. Die hat man seit Wackersdorf immer wieder gesehen, dass dort Aggressionen aufgrund der Motivation stattfinden werden. Im Internet ist definitiv eine erhebliche Verrohung der Sprache, eine erhebliche Zunahme der Aggressivität in den letzten Jahren festzustellen. Dies beruht meines Erachtens schon darauf, dass jemand sich im Internet verstecken will, in der Anonymität verstecken will. Der Täter sitzt beim Absetzen der Posts alleine vor seinem PC. Eine soziale Kontrolle findet nicht mehr statt. Der Täter glaubt, sich in der Anonymität des Internets verstecken zu können und dabei fallen eben diese Äußerungen dann, die er von Angesicht zu Angesicht nicht machen würde. Und man schaukelt sich anhand der verschiedenen Posts dann gegenseitig hoch und da ist die Zunahme der Aggressivität definitiv festzustellen. Was wird denn jetzt konkret gegen Hass und Hetze im Internet getan? Es gibt ja jetzt auch einen eigenen Hate Speech Beauftragten bei der Staatsanwaltschaft. Ja, richtig. Bayern hat zum 01.01.2020 bei allen bayerischen 22 Staatsanwaltschaften Hate Speech Ansprechpartner, Hate Speech Dezernate eingerichtet. Diese spezialisierten Staatsanwälte kümmern sich genau um dieses Phänomen. Und darüber hinaus ist bei der Generalstaatsanwaltschaft in München der bayerische Hate Speech Beauftragte bei meiner Zentralstelle jetzt eingesetzt worden. Er kümmert sich um die Koordinierung, um Best Practice, wie man das in ganz Bayern umsetzen soll. Und er wird selber geeignete Ermittlungsverfahren selber führen. Darüber hinaus hat man in Bayern noch letztes Jahr die sogenannte Bayerische Initiative Justiz und Medien konsequent gegen Hass eingesetzt. Da sollen eben die Medienunternehmen angehalten werden, nicht zu löschen, sondern die Strafanzeige vorzulegen. Und als dritte Komponente hat man in Bayern den Antisemitismusbeauftragten eingesetzt, der auch in diesem Bereich tätig ist und koordiniert. Vielen Dank, Georg Freudsmiedl, für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Bitteschön.